Unsere deutsche Frau von Theodor Fontane, gelesen für LibriVox.org. Hierlandes ist unsere deutsche Frau noch immer aus Friesack oder Bernau. Nur dem Kleinen gilt ihre Respektbezeigung, aus Not nicht, nein, aus purer Neigung. Uralte Themen, uralte Epochen werden am liebsten durchgesprochen. Die Küche, die Wäsche, die Wohnung und dann unerschöpfliches Thema, mein Mann. Mein Mann. Mein Mann ist eigentlich viel zu gut und kommt er mal gegen mich in Wut, ist es immer bloß wegen der dummen Dinger, denen sieht er alles durch die Finger. Eine 14-Jährige nennt er sie, mittwochs hat er Skatpartie. Da würde ich nun gern ins Theater gehen, aber am Ende, was soll man sehen? Sodoms Ende gilt ja für unmoralisch, Schiller ist mir zu theatralisch und macht immer schöne Worte nur, das Beste bleibt doch freie Natur. Am großen Stern auf den Kaiser warten, Konzert im zoologischen Garten, Flamingo, Büffel, Pelikan, und abends zum Spargel kommt mein Mann und Rudolf auch, und die Zeit vergeht, und der liebe Mond am Himmel steht. Ende von Unsere deutsche Frau. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Veronika Hinzen.